So, herzlich willkommen aus Bern. Wir sind hier zwar heute eine sehr kleine Runde. Hallo. Wir sind hier eine sehr kleine Runde heute, aber besser als nichts. Protest zeigen, immer und überall. Und an vielen Orten der Schweiz, oder an einigen Orten der Schweiz, finden heute Demospaziergänge statt. Ja, wir sind jetzt hier vielleicht 200, 300, würde ich sagen. Mehr sind es wohl nicht, wenn überhaupt. Aber besser als nichts. Immer raus, jeder einzelne Protest zeigen und machen, was geht, bis dieser Wahnsinn hier zu Ende ist. Wirklich, bis dieser Wahnsinn zu Ende ist.
kämpft für eure Freiheit, kämpfe, gell? Ja, genau. Richtige Menschenrechte. Über den Nutzen dieses Masketragens, sondern eher eigentlich ein Hörigkeitssymbol bedeutet. Ne? Leute, die die Maske aufhaben, sind dem System hörig und widersprechen nicht, so wie der Staat und die Politik es haben will. Die hässlichen, nichts hinterfragenden, die Realitätsleugner, 6 Kollateralschäden, die in nichts hinterfragen, alles billigend in Kauf nehmen. Ne? Die physischen, psychischen und vor allem auch wirtschaftlichen Schäden, aber schwerwiegend sind natürlich die psychischen Schäden, die ja unseren Kindern und unseren jüngeren Generationen zugemutet werden. Und man spricht davon, dass das mindestens 20 Jahre braucht, eher diese Wunden, seelischen Wunden, wieder verheilt werden. Wenn nicht sogar eine ganze Generation oder auch sogar über 2 Generationen diese Schäden wieder regeneriert werden müssen. Unfassbar, unglaublich, diese Menschheit. Und manchmal habe ich mich sehr oft gefragt, zu dieser Spezie Mensch dazugehören zu müssen. Mit Ausnahme unserer Gruppierung, unserer Bewegung natürlich, die Leute, die den Kopf am rechten Fleck auf ihren Schultern zu sitzen haben und auch hinterfragen und nachdenken. Ne? Und wir dürfen nicht locker lassen, bis alle Maßnahmen aufgehoben sind und bis wir wieder zurück zur Normalität kehren und bestenfalls mit einer neuen Politik weiter starten und ein neues System beginnen. Weil das alte System war in der Lage, diese Situation zu kreieren und ins Leben zu rufen, die Spitze des Eisberges, wo wir jetzt hier sind, uns befinden. Mit dieser Knechtung, Versklavung, Entmenschlichung der Menschen. Ne?